Ich habe an den geheimen Debütfilm gedacht, den ich bisher nie erwähnt hatte. Bevor Regisseur Bong seinen ersten offiziellen Kurzfilm White Man drehte, hatte er schon einen kurzen Animationsfilm mit dem Titel Looking for Paradise gemacht. In The Debut habe ich ein Interview mit Regisseur Bong geführt. Er benahm sich wie ein Spion, der ein Geheimnis verrät, als er sagte, dass er eigentlich zuvor schon mal einen anderen Film gemacht habe. Er schaute nach links und rechts, als er es mir diskret mitteilte. Also dachte ich, ich sollte es weglassen. Ich kann das wahrscheinlich nicht für meine Geschichte verwenden. Aber es stellte sich als wirklich interessant heraus. Bei der Weihnachtsfeier von Yellow Door saßen etwa 20 Leute im Publikum. Ich hatte meine allererste Filmpremiere mit einem völlig erröteten Gesicht. Die einzigen, die diesen Film je gesehen haben, sind diejenigen, die an diesem Tag dabei waren.